So, schönen guten Morgen zum Start in die neue Handelswoche. Waren das tolle Fußballspieler am Wochenende? Ich finde schon, gar nicht so schlimm, dass die Deutschen nicht mehr dabei sind. Das hätten sie vermutlich den Gesamteindruck eh nur versaut. Aber kommen wir zu dem, was wir am vergangenen Freitag noch an der Wall Street gesehen haben. Also kurzer Rückblick. Durch die Bank weg freundlichere Kurse, das Ganze nach den Arbeitsmarktdaten, die Arbeitslosenquote zwar erstmals wieder gestiegen auf 4%, dafür die Zahl der neu geschaffenen Stellen deutlich über den Erwartungen gelegen. Das heißt, der Jobmotor in Amerika brummt und das freut ganz einfach die Anleger. Und da haben sie auch die ganzen Sorgen um Handelsstreitigkeiten erstmal beiseite geschoben. Schauen wir uns mal den ersten Chart an, den wir dabei haben. So, was ist der Chart? Ich höre, er kommt. Ah, sehr gut. Gold. Gold hat sich wieder etwas erholt. Hier von dem Tief von 12,40 hatten wir schon mal dabei. Auslöser letztendlich der gefallene Dollarkurs, beziehungsweise der Dollarkurs, der nicht mehr gestiegen ist. Also etwas günstigeres Dollarniveau und das treibt ein bisschen den Goldpreis an. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch argumentieren, runter, runter, Bodenbildung. Also das ist jetzt vielleicht auch nur eine kleinere Bewegung nach den Verlusten, die wir zuvor gesehen hatten. Ging ja doch relativ knackig von 13,60 auf 12,40 jetzt nach unten. Da ist ja irgendwann auch eine Gegenbewegung mal angesagt, dass sie natürlich just bei der 12,40 angefangen hat. Also auf dem Tief vom Dezember. Naja, Charttechnik funktioniert manchmal eben doch. Beim Bitcoin momentan sehen wir, verteidigt schön die 6.000-Dollar-Marke, jetzt momentan bei 6.700. Fundamentale Nachrichten gibt es hier keine, die das Ganze unterstützen. Es gibt aber auch eben keine negativen Nachrichten. Es gab keine Hackerangriffe in den vergangenen Tagen. Und die Regulierungswut ist auch noch nicht zurückgekehrt bei den Aufsichtsbehörden, sodass jetzt momentan der Bitcoin ganz einfach so ein bisschen in der Ruhe dahin segelt. Und das nutzen offensichtlich dann einige Investoren, um auf dem Niveau wieder einzusteigen. Facebook auf Rekordhoch und damit hat sich das jetzt endgültig erledigt. Hier dieser Datenskandal, den wir gesehen hatten vor einigen Wochen. Die Anleger scheint es nicht weiter zu interessieren, ist das, was ich ohnehin gesagt hatte. Tja, mit meinen Daten oder mit den Daten gehen ja die Nutzer ohnehin eher sorglos um. Weshalb sollte das jetzt großartig Folgen für Facebook haben? Für einen hat das natürlich Folgen, für Mark Zuckerberg, den Hauptaktionär und den Gründer, Erfinder von Facebook, wie man das auch immer nennen will. Der ist jetzt nämlich mittlerweile so reich wie Warren Buffett. Also, wenn man die richtige Idee zur richtigen Zeit hat, dann ist das wirklich Gold wert. Nicht ganz so gut lief es heute Morgen bei der Handelsaufnahme von Xiaomi. Xiaomi ist so ja, Smartphone-Hersteller, elektronische Gadgets stellen die her. Also von der Drohne über, ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob Kühlschränke, wahrscheinlich nicht, aber Drohnen auf jeden Fall, Smartphones, Powerpacks, alles Mögliche, alles, was mit digitaler Technik zu tun hat, kommt von den Chinesen. Riesenladen, man hatte sich eigentlich erhofft, mit dem Börsengang mehr als 100 Milliarden US-Dollar erzielen zu können, also bei der Market Cap dann letztendlich. Aber so ist es gar nicht gekommen. Erstmal hat sich die Stimmung eingetrübt und das hat sich auch auf den Börsengang von Xiaomi letztendlich ausgewirkt. Die Aktie zu 17 schon am unteren Ende der Bookbuilding-Spanne platziert. Und jetzt sehen Sie, wir haben jetzt mal den Tageschart rausgelassen, wie sich das so dargestellt hat. Also erstmal alle rein und dann erstmal abverkauft. Dann hat sich das Ganze ein bisschen erholt, weil die Börsen insgesamt auch positiv tendiert haben. Sind vielleicht doch ein paar Leute reingegangen, die sagten, okay, kann man vielleicht ein paar schnelle Prozentpunkte mitnehmen. Und jetzt so vor einer halben Stunde ist es gewesen, hat sich das Ganze hier so eingependelt. Allerdings immer noch unter dem IPO-Kurs. Wir notieren da momentan bei 16,88 Hongkong-Dollar und bei 17 ist letztendlich die Platzierung gewesen. Weshalb ist das so? Naja, weil sich die Stimmung für China-Werte ganz einfach eingetrübt hat. Nehmen wir Tencent. Tencent, einer der Superstars im vergangenen Jahr gewesen, schön gestiegen. Aber dann so jetzt die letzten 8 Monate, wenn man da mal so eine Linie durchzieht, dann ist das mehr oder weniger ja, in der Seitwärtsbewegung ausgelaufen. Die Hochs haben wir tatsächlich auch nicht mehr erreicht. Also ist klar, Handelsstreit mit den USA, das drückt auf die Stimmung und die Aktien waren stark gestiegen und dann sagen halt viele Investoren, ach naja, entweder ich nehme meine Gewinne mit, beziehungsweise die, die noch nicht dabei sind, warten wir mal ab, was da noch passiert. Momentan sehr spannend, der Kampf hier mit der 200-Tage-Linie. Wenn der gewonnen wird, werden wir sicherlich dann vielleicht auch mit den nächsten Quartalszahlen ein technisches Kaufsignal sehen. Dann kann man sich neu orientieren, momentan eher auf der Watchlist. Ja, der DAX auch auf der Watchlist, sollte heute Morgen eigentlich ganz gut in den Tag reinstarten. Asien
Aktien läuft ganz vernünftig heute Morgen. Die US-Vorgaben sind ebenfalls positiv gewesen. Nichts, was hier irgendwie auf die Stimmung drücken könnte. Also kann man wohl auch von einem freundlichen Start in Frankfurt ausgehen. RWE natürlich weiter im Fokus der Anleger. Sie sehen es, 22,22 mittlerweile, heute Morgen schon wieder im Plus. Ein Analystenhaus hat die Aktie auf seine oder als Top-Pick bezeichnet. Und das ist natürlich genau das, was die Anleger hören wollen. Jawohl, da geht man dann hinterher. Und der Druck sorgt dann ganz einfach für steigende Kurse. Und jetzt sehen wir, jetzt haben wir hier mittlerweile dieses kleine Verlaufshoch von Mitte April auch noch rausgenommen. Das heißt, nächstes Ziel ist die 23,28. Und wer hätte das noch gedacht, als wir im Februar tatsächlich schon mal unter der 16-Euro-Marke gewesen sind. ThyssenKrupp profitiert weiter vom Ausscheiden oder vom Rücktritt seines Vorstandschefs. Da hatten die Anleger offensichtlich ja, mal mehr Erwartungen in ihn hinsichtlich der Restrukturierung auch gelegt, wurden nicht erfüllt. Jetzt ist er zurückgetreten und das hat erstmal zu einem Durchatmen gesorgt und die Aktie steigt kräftig. Anders bei der Deutschen Bank. Sieht heute Morgen zwar ebenfalls gar nicht so unvernünftig aus. Vielleicht wird es eine Bodenbildung. Da muss man ganz einfach mal abwarten. Ne? Das ist ja immer nur bis zum nächsten Tiefschlag, den man dann mitbekommt. Entweder eine Strafzahlung oder eine Gewinnwarnung oder. Also bleibt weiterhin ein ganz heißes Eisen. Kann man natürlich mal reinspringen, um einen Zock zu wagen. Aber nur mit kleinen Summen, sollte man momentan sagen. So, und jetzt kommen wir nach Frankfurt zu meiner Kollegin Johanna Klar. Schönen guten Morgen. Ja, sieht ja gar nicht so schlecht aus. Sieht gut aus, sehr freundlich sogar, der erste Handelstag in dieser neuen Woche. Und du hast eben gesagt, naja, ganz annehmbar seien die Vorgaben aus Asien. Das würde ich jetzt als die Untertreibung des Tages mal bezeichnen. Denn wir haben in Asien sehr freundliche Vorgaben. Wir haben sowohl Hang Seng, Nikkei als auch Shanghai Composite deutlich über 1% im Plus. Und wir haben auch die Wall Street, die am Freitag 0,4% gestiegen ist. Du hast schon gesagt, die Arbeitsmarktdaten sind gut ausgefallen. Dadurch ist der Handelskonflikt etwas in den Hintergrund getreten. Die Lohnentwicklung war etwas verhalten. Das wiederum ist aber auch positiv zu werten. Denn dadurch ist die Fed nicht so sehr unter Druck, was die Inflation und damit eben auch schnellere Zinsschritte angeht. 0,8% ging es auf Wochenbasis für den Dow Jones nach oben. Und beim DAX, da erwarten wir heute ein Plus von 0,5% zum Auftakt und auch das Wieder-Zurückerobern der Marke von 12.500 Punkten. Auch hier ist der Handelskonflikt etwas in den Hintergrund getreten. In dieser Woche wird man natürlich nach Großbritannien schauen, denn die britische Regierung will ja dann die Vorstellung oder ihre Vorstellung zum Ausstieg bekannt geben. Außerdem am Ende dieser Woche geht dann auch die Quartalsberichtssaison in den USA los. Also von Sommerloch ist hier überhaupt nichts zu spüren. Ja, das sieht ja erstmal ganz vernünftig aus. Und das gilt auch für den Markt. Dir erstmal einen schönen Tag. Wir sehen uns dann natürlich morgen wieder. Und wir sehen uns um 14.40 Uhr wieder mit der Indikation für die Wall Street. Bis dahin, gute Zeit, gute Kurse. Tschüss.